Hallo und herzlich willkommen hier auf Luella.de. Ich zeige euch jetzt die Lösung zu den Aufgaben, dass wir die Parabel skizzieren sollen, das Ganze mit Hilfe der Stadtoptimalparabel. In der ersten Aufgabe f1 von x ist gleich x minus 2 ins Quadrat. Das heißt, wir sehen an x minus 2 unter der 2, unter der hoch 2, dass wir diese Funktion einfach dadurch erhalten, dass wir um 2 nach rechts verschieben. Das hier, dadurch legt mal 2 ein, 2 minus 2 gibt 0. Gibt 0, das heißt, dass wir hier. So, jetzt wissen wir, wenn wir bei den normalen Parabeln um 1 nach links und 1 nach rechts gehen, dann gehen wir auch jeweils um 1 nach oben. Ihr könnt diese Punkte einzeichnen. Und wenn ich um 2 rüber gehe, 2 ins Quadrat gibt 4, dann wären wir hier. So, dann habe ich diese Punkte und die kann ich jetzt verbinden. Das wäre f1. Das heißt, der Scheitelpunkt liegt hier bei 2, 0, was man direkt ablesen kann. Schauen wir uns die nächste an. x² minus 3. Das heißt, wir ziehen einen konstanten Faktor immer ab, immer die 3 konstant ab. Wir haben also eine Parabel, die um 3 Einheiten auf der y-Achse nach unten verschoben wurde. Somit hier unten unser Scheitelpunkt und wir können die Parabel in etwa so skizzieren. f2. Scheitelpunkt wäre minus 3 und 0. Bei der f3 müssen wir einen kleinen Trick anwenden. So erkennen wir das erstmal noch gar nicht, was hier passiert ist. Wir können aber das einfach mal ausmultiplizieren. Das ist die dritte binomische Formel. Da steht hier x² minus 2² also minus 4. Nun, was ändert sich da groß? Im Gegensatz zur orangen, also lilanen Funktion nicht arg viel. Das ist einfach nochmal ein bisschen tiefer. So etwa. 3. Parabeldreieck hat, kann es viel deutlicher zeichnen, viel besser bezeichnen, wie ich. Nun schauen wir uns noch f4 mal an. Wir sehen hier plus 3, das heißt, wir sind um 3 Einheiten nach links verschoben und um eine nach rechts und nach oben. Und wir können sie dann einzeichnen, also minus 3 und 1. Das hier etwa wäre unser Scheitelpunkt. Und jetzt eben wieder um eine Einheit nach rechts, um eins nach oben und dann immer werdend. Nun das komplizierteste, die dritte hier unten, die fünfte. Wir sehen, hier ist ein Faktor 2 vor dem x-1². Das heißt, wir haben hier eine Streckung oder Stauchung. Faktor 2 heißt, wir strecken sie. Nun, um das hier ordnungsgemäß ausrechnen zu können, müssen wir die 2 komplett ausklammern. Das heißt, auch noch aus der den plus 2 da hinten, dann mit dem plus 1 raus. Jetzt können wir hier und hier unseren Scheitel ablesen. Minus 1 heißt, wir sind nach rechts verschoben, 1, 1. Und können es nun einfach einzeichnen. Wir haben also bei 1, 1 unseren Scheitelpunkt, das wäre etwa hier. Jetzt müssen wir aber aufpassen, wir können nicht eine ganz normale Parabel nehmen und einzeichnen, sondern wir sind ja steiler. Wir gehen nämlich, wenn wir 1 nach rüber gehen, um 2 nach oben, das wäre hier und hier. Und wir merken, diese Parabel sieht deutlich steiler aus. Das wäre f5 und das war hier f4. Nun, schaut euch mal die anderen Aufgaben an, geht das Skript weiterhin durch. Dankeschön.